Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Bauen und Kauen und Verdauen. So, höre ich Lava? Oh, ich höre Lava, sehr gut. Gleich mal holen. Folgendes, ich habe mir mal was überlegt gerade eben. Möchtet ihr eine Facecam-Aufnahme mit haben hier drin oder reicht euch das einfach? Oder wollt ihr das so behalten? Oder wollt ihr überhaupt eine Facecam-Aufnahme haben? Kann ja auch sein, dass niemand meine Fresse sehen will. Ist mir auch recht. Ich bin so unfotogen. Ich mag mich persönlich überhaupt nicht leiden. Ich bin da so ganz, ganz krass drauf. So, hier einmal kurz das Eisen wegrubben. Huch. Ich weiß, es ist jetzt schöne Steinverschwendung, aber ich mache das einfach mal so. Vor allem, da ich jetzt einen Zugang nach draußen habe, bleibe ich auch hier. Das heißt, ich mache hier jetzt erstmal Folgendes. Ich mache jetzt erstmal dicht. Was wäre ich da wieder reingefallen? Haha, reingefallen. Ich muss mir nämlich gucken, wie ich das hier baue. Das weiß ich noch nämlich nicht so genau. Zack, zack, zack. Oh Gott, was ist denn jetzt eine Musik? War schon besser. So. Die Frage ist, wie weit... so, das Wasser ist weg, naja. Das ist weg. Mit dem Zungen fett. So. Ich habe mir echt mal überlegt, eine Facecam-Aufnahme hier reinzusetzen. Das Problem ist, das Rendern, das wird so unglaublich lange dauern und das könnte ich echt nicht oft. Pauschal könnte ich sagen, ich könnte das Live-Let's Play, also ein Livestream machen, aber dann hättet ihr nicht mehr die super Qualität wie jetzt. Stellt euch diese Qualität hier jetzt, also normale HD-Format, was ja vollkommen genügt für YouTube. Full HD ist vollkommen übertrieben. Und 4K und 2K ist recht. Das. Ich habe eine 50K-Leitung. So mal nebenbei. Und ich werde garantiert nie im Leben einen 4K-Video hochladen. Weil die die gerenderten Videos, die können die da. Ach, hol. Gleich wegschmeißen. Einmal Wasser wollte ich haben. So. Das ist ein bisschen zu viel Rheinstein, was ich hab. Naja, egal. Nee. Nicht darunter. Naja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare posten. Du kannst ja mal in die Kommentare posten, ob ich wirklich eine Live-Webcam-Aufnahme mit dazu schalten soll. Vielleicht mache ich mal eine Session damit. Aber ich glaube, komplett durchziehen werde ich es nicht. So, ich will jetzt einfach mal testen, wie weit das geht. Denn ich muss es ja genau abpassen. So, das Wasser wird im Prinzip hier runtergeleitet. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal hier das als Beispiel nehmen. So, ja, da lang. Kabeljau. Diese geschiedete Axt, super. Da kann man super mit graben. Ohne, dass das stört. So.
Ihr wisst ja, hier kommt ein Glas drüber. So, die Wand muss weg. Die Wand muss weg. So, und jetzt wird es interessant, denn alles, was ihr jetzt seht, wird im Prinzip ist entscheidend für die anderen. So, also hier. Bis dahin geht das Wasser. Gut, dann haben wir... Ich nehme das Wasser nochmal weg. Und jetzt hier im Prinzip ein Viererpool, würde ich sagen. Eben drum, damit ich hier immer Wasser nachziehen kann. So, da war ich hier also ein Punkt mit... Hä? Ich weiß nicht, was los ist, aber mein View-Feld hat sich immer verändert. Oder hat sich verändert? Naja. So, ist die Frage, kommt da jetzt Wasser runter? Doch, ja. Seht ihr, das ist echt sehr merkwürdig. So, dann brauche ich Schilder dafür. Na gut, dann muss ich wieder nach draußen. Dann kann ich gleich wieder nach draußen gehen. Warum Schilder? Huch, hier schauen wir mal rum. Viele, die auch mal so eine Monsterfalle gebaut haben, wissen, warum ich Schilder brauche. Damit kann man Wasser und Lava abgrenzen. Wir brauchen schon eine ordentliche Menge an Schilder. Bezweifle, dass ich Schilder hier draußen habe. Na, dann gehe ich. Ich gehe lieber welche holen. Ich weiß, wo welche sind. Insbesondere die Lava darf nicht runterfließen. Wenn ich die Lava nämlich schalte, dann... Ja, dann haben wir ein Problem. Ach. Wenn die Lava nicht aufgehalten wird, haben wir ein Problem, weil dann gibt's Koppelstein. Da bin ich mal echt gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir gedacht hatte. Im Moment sieht der Bau recht gut aus, also wir kommen gut voran. 3 Spawner sollten vollkommen ausreichen, um ordentlich Zeug zu bekommen. Wir müssen nur den Brennerraum müssen wir nur gut ausleuchten und das habe ich vor mit Lava eigentlich. Weil es geiler aussieht. So. Nur 2 Schilder, das reicht nicht. Hä, warum sind es 2 verschiedene Eichenholzbrenner? Ach, egal. So, zack. Zack, 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 zack. Und zack, zack. So viel werden wir wahrscheinlich im Leben nicht brauchen, aber ich glaube, das reicht schon. Leiter, doch, die brauche ich noch. Bisschen Gobelstein wegpacken. Und das Eisen. Oh, gut, so viel Eisen. Sehr schön. Kann man eigentlich wieder Eisenblöcke machen. Wir haben sogar einen Diamantblock. Krass. Hätte ich das gewusst. La 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 la. Gut.
Boah, ist das herrlich, dass Minecraft so stabil läuft, ne? Und das mit Shader, das hatten wir noch nie. Ich spiele die ganze Zeit mit Shader und kein Absturz, nix. Das ist einfach nur geil. Der Rechner, den ich mir zusammengestellt habe, der ist einfach nur cool. Oh, ist das ein ekliges Gefühl. Ich habe hier einen Weisheitszahn rausgekriegt, ne? Dann fühle ich darüber, über die Stelle. Da sind gerade die. Da sind im Prinzip die Nervenenden wieder zusammengekommen. Also die Nerven sind wieder da. Eieiei. Huch, ich wollte doch nicht hoch. Ich wollte nach unten. So, wir haben die Schilder. Jetzt habe ich ein Problem. Also ein zweites Problem. Wie komme ich denn hier nach unten? Ganz einfach. Ich muss sie wieder kaputt machen. Damit ich hier wieder runtergehen kann. So. Eins. Das sah gerade wie ein tieferer Abgrund aus. Ich hatte echt ein bisschen die Befürchtung, jetzt geht's abwärts. Ja, nehmen wir lieber Wasser erstmal weg. So. Das heißt. Ja, auch hier unten auf dem Sammelpot hätte ich gerne einen Dreierraum. Also, warum nicht? Das Problem ist, ich habe dann dauerhaft dieses Plätschern. Ich glaube, dann ist so besser. Da habe ich nämlich eine Abgrenzung. Ach, verdammt. Das war irgendwie so nicht geplant. So. Die Fackeln sind mir so hell. So, der untere Auffangraum brauche ich nicht gar nicht so groß. So, wir machen ihn groß wegen den scheiß Eisen hier. Hier sind zu viel. So. Hallo, komme ich hier nicht mal raus oder was? Ich muss ja oben eventuell das Wasser wieder abnehmen. Wir werden gleich überschwemmt, sage ich euch schon mal vor. Zack, 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 zack. Ich werde mal wieder nach oben. Ich muss die eine Wassersäule abschaffen. Nein, 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 nein. So, zack und toll. Zack, zack, zack. Zack, zack und toll. Wo hängt denn das? Hier, ne? Ja. So, hier hätte ich gerne sowas. Und hier nach unten. So, hier kommt dann später das Wasser runter. Das heißt, hier hätte ich gerne diese Säule. Keine Sorge, da kommt nachher noch eine Stufe runter. Das ist voll verkehrt, was ich mache. Toll. Ich muss wieder nach oben.
Ich habe Fehler gemacht. So. Nicht hier, sondern da soll's hin. Weil wenn ich das hier mache, dann kommt der Wasserstrom ja nach unten. Und das soll er nicht. Also muss er hier hin, dann wird er hier abgeleitet. So. Zack. Zack. Oh, diese Diamant ist manchmal zu ungenau. Die reißt zwar ganz gut was weg, aber wenn sie was wegreißt, dann So, zack, dann kann das hier hin. Da brauche ich einfach nur ein Schild hin. So, um das Ganze zu testen, mache ich mal Folgendes. So, das fließt alles schön in eine Richtung. So, und zack. Wenn jetzt hier ein Monster reinkommt, der versucht natürlich zu fliehen teilweise, wird hier abgetrieben und jetzt wird er gegrillt. Weil hier ist nämlich, der kommt hier nicht weiter, weil hier nämlich gleich Glas reinkommt und dann wird er gegrillt. So. Also ich müsste das Schild jetzt, ja, da kommt es. So, dann müsste es hier runterkommen. So werden die Items nachher abgetragen. Einfach mal testweise. Einfach mal gucken, ob es tatsächlich da unten ankommt. Plopp. Seht ihr, funktioniert. Zack. Sehr gut. Sehr gut, jo. Siehst du, da haben wir das erste doch geschafft. So, in dem Format bauen wir viermal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.